Kuckuck, da ist sie wieder. Herzlich willkommen zurück bei Jack Zockt Risen 2. Dark Waters. So, wir wollten das letzte Mal hier mit dem da reden. Hey, bist du mir gefolgt? Du gehörst Nein. doch nicht zu Crow, oder? Doch. Sebastiano schickt mich. Er wartet auf deinen Bericht. Mein Finger. Deshalb schickt er dich? Ich wäre schon früh genug gekommen. Ich weiß nicht, wenn man zu früh kommt. Wieso bist du eigentlich... Wieso geht das nicht mehr? Was soll denn das? Wieso bist du nicht beim großen Tempel? Was ist denn hier? Was hast du denn zu berichten? Leider nur das, was wir schon wissen. Deshalb bin ich ja auch hierher, zum Molukkendorf. Zwei von Crows Männern sind da drin. Ich hatte gehofft, hier mehr erfahren zu können. Leider komme ich nicht näher ran. Kann ich dir helfen? Wenn du schon so fragst. Ja. Schieß los. Was kann ich für dich tun? Also, die Piraten arbeiten doch mit den Wilden zusammen, oder? Ja, sieht so aus. Du siehst aus wie ein Pirat. Du willst also, dass ich ins Dorf gehe? Warum nicht? Mich erkennen selbst die Wilden. Du siehst aber aus wie jemand von Crow. Was? Ich war schon im Dorf hier. Ich war schon im Dorf. Umso besser. Dann wird's dir ja nicht schwer fallen, dich dort umzuhören. Was ist denn jetzt hier, Mensch? Und was soll ich im Dorf? Wir müssen wissen, wie viele Molukkenkrieger Crow begleitet haben. Wie soll ich das rausfinden? Das ist mir herzlich egal. Aber an deiner Stelle würde ich einfach irgendjemanden fragen. Ich glaube, ich starte gleich mal das Spiel, Leute. Das ist ja furchtbar. Nun nimm's doch mal an hier, was ist denn das? Okay, ich mach's. Gut, dann werde ich hier warten. Viel Glück! Ja. Wir machen mal hier das Ding. Na, ja, warte mal, zurück zum Hauptmenü. Keine Ahnung. Na, nun, was ist denn hier, Mann? Verflucht nochmal! Moment. Er will irgendwie dem... keine Ahnung. Ist da was? Ist das wahrscheinlich, weil ich gerade noch ein paar Bilder gemacht habe hier davon. Warten wir das ganze Ding gleich mal neu. Ihr habt jetzt schwarzen Bildschirm. Wir machen das Ding mal aus. Und da läuft er dann immer so langsam, so in Zeitlupe, wenn ich hier die... Ja, wahrscheinlich auch, weil er im Pommes-Mode ist, also in dem Cheat-Modus, keine Ahnung. Ja, jetzt haut er mir erstmal das Bild weg. Leute. Ich weiß nicht, ob sich jemand besser mit Steam auskennt als ich. Seit ich hier Gothic Remake gestartet habe, will der immer jedes Spiel, was hier eine 4K-Auflösung anbietet, mit 4K starten. Ich muss das jedes Mal erst umstellen. Ich weiß nicht, wo in Steam man das umstellen kann, dass der sich das merkt, dass ich hier in Full HD nur aufnehmen will. Also spielen will. So, dann machen wir mal Spielstand laden. Hatten wir zuletzt das Ding, Schnellspeicherung. So. Ja, wie gesagt, falls sich da einer auskennt und mir mal helfen kann, wäre ich sehr verbunden. Vielleicht habe ich es bis dahin auch schon selbst rausgefunden, aber das glaube ich nicht. So, okay, was sollen wir jetzt machen? Bericht des Speers unter den Wilden. Um herauszufinden, wie viele wilde Crow am Tempel versammelt hat, muss ich ins Dorf gehen und die Eingeborenen mit fragen. Halt bloß den Kopf unten. Ja. So, läuft. So. Okay, wir machen das mal. Wir wollen ja hier vorwärts kommen. Ja, ja. So. Yeah, yalla. Es klingt ja fast klingonisch. No, Kollege. Na? Wie läuft's zwischen dir und Shani? Ganz gut. Ich habe ihr schon meine nackte Brust gezeigt.
Jo, Matsumi. Muleke Pasavi Maloche. Ulele. So. Trank des Schützen. Was ist das denn? Ich wäre für einen normalen Heiltrank dankbar. Kann ich dir helfen? Ich muss Opfergaben einsammeln. Kanadiktu. Kana, was? Auch irgendein Kram für die Lieferung an Crow. Aber nein, es ist Kanadiktu. Opfergaben unserer Familien hier im Dorf für Kanadiktu. Au. Aha. Du kennst nicht Kanadiktu? Nein, nicht wirklich. Ich werde es dir zeigen, aber nur, wenn du mir die Opfergaben gebracht hast. Ich kenne auch Kannibalismus. Ich sammle deine Opfergaben hier im Dorf. Für dein Kanadingsbums. Kanadiktu. Was auch immer. Chichi, Tawonga Pirat. Ja. Wer muss hier im Dorf Opfergaben abdrücken? Chani, Tochter des Chakabakir. Ja. Nakutu, oberster Krieger im Dorf. Ach, ja. Der alte Tonka Ranapiri und Samir. Okay, Moment. Samir? Ja, die Torwache im Tempel der Ahnen, im hinteren Teil des Dorfes. Ja, machen wir. Ich soll diesen grimmigen Kerl nach Opfergaben fragen? Da verlangst du einiges. Das ist dir hoffentlich klar. Tschi. Und ich bin auch sehr dankbar dafür. Ja. Kann ich mir vorstellen, dann musst du es nicht machen. Shiku? Schon okay, ich krieg das hin. Tawonga, Kanadiktu ist schon sehr nahe. Jo. Komm schon, sag mir, was Kanadiktu ist. Etwas sehr Schönes. Es wird dir gefallen. Verarschen kann ich mich allein. Ich zeige es dir, wenn ich die Opfergaben habe. Nicht vorher. Ist das etwas Sex? Oh, speichern. Ja, du nicht. Ja, komm, halt's Maul. So, wir gehen erstmal zu den anderen. Wer bist du hier? Nakutu. Jo, guck mal, hier. Du hast nicht zufällig etwas für Badria dabei? Warum, Gucho? Ja, weil sie mich geschickt hat. Ich soll Opfergaben für sie einsammeln. Warum tut sie das? Du gehst auch zum Kanadiktu? Dazu müsste ich erstmal wissen, was Kanadiktu ist. Du weißt es nicht. Und trotzdem sammelst du für Badria. Tja, sieht ganz so aus. Ha, dann sollst du es haben. Hier, nimm. Herr der Frauen. Gehst du auch zum... Warte mal, was ist hier los? Ja, die Treppe rauf. Ja, Chani, gib die Kröten her. Ich soll Kröten einsammeln. Ich habe mich... Nee. Badria, warum nicht? Ich soll hier nach Opfergaben für sie fragen. Chi, das Kanadiktu. Hier hast du es. Ja, danke. Ja. Ja. Hör mal, dieses Kanadiktu. Chi? Was ist das eigentlich? Du bist ein Gucho. Ich glaube nicht, dass du das verstehst. Ach, komm schon. Keine Zeit. Ach, komm schon. Frag Badria. Sie wird es dir sagen. Ja, aber erst, wenn ich ihr die Gaben aus dem Dorf gebracht habe. Dann habe Geduld, Gucho. So, jetzt müssen wir... Wir müssen hier so... Feiern. Wo ist Hawakiri? Wo ist der Kerl? Du, Tahana, Hawakiri, hier. Was? Warum bist du nicht mit den Tonka in den Tempel gegangen? Bakia hat die 12 stärksten Tonka mitgenommen. Mhm. Meine Erfahrung soll denen dienen, die geblieben sind, sagt er mir. Doch wissen wir beide, dass die Tage meiner Stärke vorüber sind. Aber glaub nicht, dass ich schwach bin wie ein altes Weib. Um einen Pirat in seinem eigenen Blut zu ertränken, reicht es noch. Ja. Badria braucht noch ihre Opfergaben für dieses... Kanadiktu? Ja, genau. Sie hat dich geschickt? Ja. Genau. Dann will ich sie dir geben. Ja. Hier hast du sie. Ja, danke. Das habe ich schon... Nee, gut, alles... Das interessiert mich alles nicht. Jetzt müssen wir noch zu dem im Tempel. Wo ist der? Da oben. Da waren wir ja vorhin schon. Beziehungsweise für euch in der letzten Folge. Oder falls du die letzte Folge gerade eben gesehen hast, auch für dich gerade eben. Ah! Warte! Das Trump poltert aber ganz schön, wenn ihr eine Ratte umfällt. Vielleicht war es doch keine Ratte, vielleicht war das ein verwandelter Elefant. Ist alles möglich hier.
Wir sind ja im Voodoo-Dorf, da machen die solche Sachen. Da verwandeln die Elefanten in Ratten. Nur um den Elefanten damit zu demütigen. So, guck mal hier, warte. Hey, ohne Bambule, ohne Shihoku Gucho. Was? Du verstehst mich. Nein. Hey, ohne Bambule, ohne Shihoku Gucho. Guck mal, wieder umgefallen wie ein Elefant. Jo, du hast verwandelt. Was machst du? Nein! Verdammt doch mal, ich wollte bloß die in Ratten verwandelte Elefanten hier um Hals schaffen. Das ist Dankbarkeit, seht ihr, Leute. Und dann immer dieses Rumgehampel. Wir sind ja nicht beim Sportunterricht. Und da reden wir erstmal mit dem und. Ja, warte, Elefant. Ja. Wieder gehört? Bumm. Elefant. Ruhm 20. Hey, ohne Bambule, ohne Shihoku Gucho. Oh, nochmal Elefant. Komm her hier. Sheko, was suchst du? Oh. Ich hab dich gerade von deinen Elefanten befreit. Die sahen aus wie Ratten. Aber ihr Unfall-Sound hat sie verraten. Hier. Kanadiktu, Opfergabe. Sagt dir das was? Ja. Warum? Die soll ich im Namen von Badria bei dir abholen. Gut. Hier hast du sie. Sonst noch was? Nö, das war's. Danke. Und tschüss. Nö. Das waren noch alle vier, oder? Wir gehen einfach mal zu dahin. Wir könnten natürlich jetzt auf Questlog drücken, aber ich will nicht. So, wer war das? Hier hinten. Der da, nee, die da. Das ist die da, oder die da. Natsumi, hier. Hier hast du die Opfergaben des Dorfes. Chichi. Das ist eine große Tat. Ich habe das tatsächlich gemerkt. So, und jetzt erklär mir dieses Kanadiktu. Nur nicht so ungeduldig. Okay, erklär's mir. Das sind doch die Opfergaben für unser großes Fest. Das Fest des Kanadiktu. Was? Feiert ihr Piraten keine Sonnenwende? Nein. Warum soll ich? Was? Schon, aber mit Alkohol. Und Schnickschnack. Schon, aber mit Alkohol und so einem Schnickschnack. Schnickschnack? Na, deine Gabenpakete da. Du bist ein komischer Mann. Ja, ein Mann mit zu wenig Zeit für sowas. Ich muss jetzt weiter. Warte. Du hast mir geholfen, nun werde ich dir helfen. Hier, nimm diese Gabe von mir. Du kannst sie bestimmt gut gebrauchen. Hm? 300 Kröten, ist das alles? Ich will aber beim Gruppenkuscheln mitmachen. Das ist alles? Oh, Lin. Gaia hat viele Geschenke. Man findet sie überall in der Natur. Ja, du mich auch. Ja, man sollte darüber nicht lachen. Ich meine, sie hatte recht. Jo. Was? Wie es mit mir und Chani läuft, das geht dich überhaupt nichts an. Such dir selber eine Frau. Jo. So, wo steht der Karl jetzt? Da! Du fällst doch überhaupt nicht aus hier, auf hier mit deinem roten Haarschopf und deiner knallblauen Uniform. Ja. Ich war im Dorf. Und was hast du herausgefunden? Der Häuptling ist zusammen mit einem Dutzend seiner besten Männer zu Crow gegangen. Ein Dutzend, sagst du? Hm, so viele sind jedenfalls nicht vor dem großen Tempel. Wahrscheinlich sind im Tempel dann noch der Häuptling und noch mindestens vier weitere Krieger. Und was bedeutet das jetzt für uns? Das bedeutet, du hast deinen Bericht und ich bin hier fertig. Was ist? Willst du mit zurück? Hast du noch irgendwas anderes vor? Wenn wir zusammengehen, können wir noch einen Abstecher zum Tempel machen. Ja. Um was zu tun? Die Piraten haben da ein Fort hingezimmert. Zu zweit könnten wir uns die vornehmen. Das sind unsere Piraten? Ich sag einfach mal ja. Gehen wir zusammen.
Gehen wir zusammen. Folge mir. Ein Vor, was für ein Vor? Doch nee, war das, wo ihr, Patty und Papa Patty dastehen. Da hat er sich aber Mühe gegeben mit den Zeichen, oder? Na gut, das mit Patty und dem Papa, da ist ja, das ist ja ein bisschen weiter weg hier. Was nun? Am Ende des Tals ist der große Tempel. Dort hat sich Crow mitsamt seiner Mannschaft und dem Molukken breit gemacht. Und hier vorne ist ein Vorposten der Piraten. Ich konnte da schon mal ein wenig spähen. Sind nur drei Piraten hier. Der Anführer heißt Basil. Wie sieht's aus? Nehmen wir sie uns vor? Wir gehen. Schnappen wir uns diesen Basil. Natürlich. Deine Einstellung gefällt mir. Ich glaube, wir dürfen die Erfahrung nicht entgehen. Wir können natürlich gemeinsam reingehen. Aber du kannst auch versuchen, dich von hinten reinzuschleichen. Nee, wir gehen zusammen. Kannst du das Fort still und heimlich plündern. Bist aber auf dich allein gestellt, wenn sie dich bemerken. Was darf sein? Wir greifen gemeinsam an. Ja. Wir greifen gemeinsam an. Ich brauche einen. Das wird ein heißes Tänzchen. Ich brauche einen Lakaien. Du gehst vor. Ich bleibe bei dir. Geben wir den Jungs mal ordentlich Zunder. Du gehst voran. Und ich gebe dir mit meiner Flinte Feuerschutz. Los geht's. Ja, ja, das Problem ist auch bloß, wenn die auch Flinten haben. Wo jetzt hier lang oder wie? Warte mal. Nee, wartet mal. Bericht des Speers, Folge Venturo, bla 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 bla. Jo. Venturo. Puerto Isabella. Ja, danke. Was ist jetzt hier? Kollege, wo? Ist doch bloß der Dschungel. Oder haben wir das gerade gesehen aus irgendeinem Blickwinkel und ich war wieder zu blind? Hä? Und hier sind wir aber gerade gekommen, oder? Ach, da oben, oder wie? Da oben links das Ding. Alles klar. Auferkanntes Ziel, Feuer frei, würde ich sagen. So. Kann ich auch mal mitkommen? Ja, hör auf, dir akrobatische Fähigkeiten zu demonstrieren. Abgeknallt oder was? Gut gemacht. Das war's für Basil. Sehr gut. Crow wird sich schwarz ärgern. Wir sollten zusehen, dass wir von hier verschwinden. Moment. Lass mich vorher noch die Truhe plündern. Genau. Ich warte unten am Weg auf dich. Na dann hopp. Hopp. So, was hat er jetzt alles für mich hier? Basil, was hast du für mich? Schurkenring rum. Pirat. 21 Deutsche Mark. Und ja, gehen wir hoch hier. Ja, wo ist denn die Truhe? Wir haben die ja gerade gesehen. Hier. Geisterlilie. Ja, Truhe planen.
Joa, Fackeln und Krog, das hat sich ja mal überhaupt nicht gelohnt. Du wartest doch bestimmt auch bis zum nächsten Morgen dort unten. Dort unten, oder? Wir sollten das lieber hier aus dem Staub machen. Wir schlafen erstmal der Nacht drüber. Ja. So muss das sein. Guck mal, Basis Truhe. Ach, die Truhe meint er. Gold, 250. Dankeschön. Quest Erfolg, Basis Truhe. Ja. Was haben wir hier noch? Sachen, die uns gefallen könnten. Nicht wirklich. Runter hier. Ach nee, das tut am Ende wieder weh. Ja, jetzt hör doch mal auf hier. Ui. Auf. Gehen wir zurück nach Puerto Isabella. Ja, die Truppe, die da vorne gerade stand, das, da würde ich mich ungern mit denen alleine anlegen wollen. Ich meine, wir hätten mit Venturo hier eigentlich überall hingehen können. Und mit ihm hier ein bisschen questen oder farmen können. Aber ich denke mal, das können wir immer noch. Hüpf mal ein bisschen schneller hier. Wieso ist der Kerl schneller als wir? Ja, mein Freund. Hopp. Warte doch mal. Guck mal hier. Können wir weiter? Ja. Und hör auf zu drängeln, ich warne dich. Ich bin ganz ruhig und ausgeglichen. So. Schwarzer Ohrländer. Komm, wir gehen weiter. So, was? Da wären wir. Wir sehen uns bestimmt, wenn du deinen Bericht abgegeben hast. Ich trinke jetzt erstmal ein Bier. Ja, trink dein Bier. Folge Venturo nach Ruhm 10. Wie viel Ruhm haben wir eigentlich inzwischen? Ach. Kaum der Rede wert. Ach so. So. Hey, du da. Aufwachen. So, du bist also der Neue in der Stadt. Mach hier bloß keinen Ärger. Ich geb dir gleich Ärger, du Penner. Präsentiert das Gewehr. Guck mal hier, Gewehr. Du, Freundchen. Ja. Ich bringe dir Venturos Bericht. Und? Was hat er herausgefunden? Crow ist mit seinen Piraten und 4 Kriegern der Molukken im Tempel. Ihr Häuptling ist auch dabei. Der Tempel selbst wird von 8 weiteren Kriegern bewacht. Das ist nicht gut. Du traust dir das zu, ja? Gib mir eine Handvoll Männer mit Musketen und ich werde Crow zur Strecke bringen. Gut. Wir werden dich unterstützen. Aber nur unter einer Bedingung. Jetzt kommt's. Halte dich fern von den Wilden und ihrem Voodoo. Nein. Es ist eine Angelegenheit der Inquisition. So. Warte mal, ich speichere erstmal und dann frage ich dich. Ich weiß nicht, ob hier das jetzt schon der Knackpunkt war. Ich soll also für euch arbeiten. Ich erwarte deine Entscheidung. Schon wieder? Nee. Leute, jetzt. Warte mal. Jetzt pass mal auf, Kollege. Es gibt eine ganz einfache Sache hier zu klären. Ihr von der Inquisition, ihr wart mal richtig cool. Ihr wart so, ich weiß, er ist cool. Auf Faranga, da als ihr noch nicht diese blauen Kleidchen getragen habt. Da wart ihr nicht ganz so Kumpel, weil die Banditen, es tat mir wirklich irgendwo leid um die Banditen auf Faranga. Die waren mehr, also menschlicher als hier, mehr Kumpel als die Inquisition. Ich habe mich aber der Inquisition angeschlossen, weil die Rüstung schöner war. So, und weil ich Inquisitor werden wollte. Ich bin Inquisitor. So, ihr Pfeifen hier erkennt meine hohe Stellung bei euch
aber nicht an. Im Gegenteil. Ihr schmeißt meine Klamotten. Ach nee, Patty hat ja uns die Klamotten in einer wilden, heißen Nacht vom Leib gerissen und ins Meer geschmissen und uns gesagt, die brauchst du nie wieder. Und dann haben deine Leute mich behandelt wie den letzten Dreck. So, nachdem ich für euch hier alles gemacht habe und eigentlich Inquisitor bin. Aber noch einmal lasse ich mich auf eure Spielchen nicht ein. Da gehe ich lieber zu Ikoko. Oh, ich denke darüber nach. Gut, ich kämpfe. Du entscheidest dich für die Inquisition. Ich denke darüber nach. Ja. So, das ist also jetzt der Knackpunkt. Wir gucken mal, ob wir noch was machen können hier für die. Ansonsten würden wir dann unsere Wahl bekräftigen. Hier. Und für die sollen wir arbeiten. Vergiss es. Jo. Der Schwan kommt natürlich hinzu, hatte ich ja schon mal gesagt. Dass ich gespielt habe. Und den roten Wein wollen wir noch finden. Wir haben 4 Flaschen. Wir wollen alle 5 finden. Wo sind die? Die werde ich aber bestimmt nicht auf der Karte finden. Oder etwa doch. Haben wir nicht gedacht. Jo. Da können wir das nachher immer machen. Dann haben wir noch die. Und dann Hilfe gegen Kro. Wie gesagt, da würde ich mich diese Folge tatsächlich für die Wilden entscheiden, weil ich, wie gesagt, das noch nie gespielt habe und das mal gerne mehr machen möchte. Weil so schnell werde ich ja Risen 2 nicht noch einmal spielen. Wo kriege ich noch roten Wein her? Keine Ahnung. Hab ehrlich gesagt auch keinen Bock, jetzt noch danach zu suchen. Ich weiß auch nicht, ob ich ja dann noch einfach reinkommen darf. In das Dorf, um die Quest abzuschließen. Ich lasse das jetzt einfach mal. Oh. Okay, Kommando zurück. Hat sie erledigt. Alles klar. So, hier, Kollege. Oh, hier. Ich habe den Wein, den du wolltest. Ich hatte gehofft, du würdest mich nicht enttäuschen. Und ich denke, dafür kann ich mich durchaus großzügig zeigen. Falls du noch mehr Flaschen findest, nehme ich sie dir gerne ab. Jo. Ich werde an dich denken. So. Und jetzt werden wir heute, hier und heute, am 35. Dezember 2019, werden wir hier, wir müssen uns wahrscheinlich erst entschieden haben hier. So, wie gesagt, wir entscheiden uns für die Truppe hier, damit sie der Patty genauso ein Kleidchen geben, wie die hier tragen. Ne, nur deshalb. Okay, Chani. Ja, warte. Ne, wir machen hier nochmal einen großen Speicherplatz. Entscheidung. Voodoo. Ja. Okay. So, dann machen wir es mal. Ich habe mich entschieden. Ich gebe dir mein Wort. Wir kämpfen gemeinsam gegen Crow. Dann will ich dir vertrauen. Und alles mit einem Wort. Viel einfacher als ein Blutschwur. Kommen wir mal zurück zu deinem Plan. Mein Plan ist Voodoo. Machtvolles Voodoo wird uns helfen, Craw aufzuhalten. Klingt gut. Bringst du es mir bei? Hör mir zu. Die Macht des Voodoo ist ein Geschenk der Ahnen. Doch nur der Chaka und die Kiki werden in die Geheimnisse des Voodoo eingeweiht. So will es das Gesetz der Shaganumbi. Gesetze kann man brechen. Du gabst mir dein Wort und ich vertraue dir. Doch ohne die Weisheit, den Rat und den Segen der Ahnen werde ich nicht das Gesetz der Shaganumbi brechen. Warte. Wie kriegen wir den Segen der Ahnen? Du wirst den Ahnen Yisakil rufen. Was muss ich tun, damit der Ahne erscheint? Tanzen? Du brauchst sein Idol. Ich schickte Tahana, es zu verstecken, damit es nicht den Piraten in die Hände fällt. Was genau machen wir mit dem Idol? Wir bringen es in den Tempel der Ahnen. Wohin auch sonst? Die Ahnen selbst waren es, die ihn errichtet haben. Dort wird Yisakil erscheinen.
Wer ist Yisakil? Er ist der Beschützer der Shaganumbi. Er leitet uns mit seinem Rat und schenkt uns sein Wissen. Er ist es, der uns lehrt, die Geheimnisse des Voodoo zu nutzen. Ich habe das Idol der Ahnen. Gut. Damit werden wir den Ahnen rufen. Die Wache wird mich nicht reinlassen. Samir ist der Wächter der Ahnen. Seine Stärke erlangt er durch sie. Besiegst du ihn, Hike Umbara, darfst du hinein und wir werden den Zorn der Götter abwenden. Was muss ich über den Kerl wissen? Er wird dich prüfen und die Ahnen werden dein Wort hören. Sprichst du wahr, sind sie dir gewogen und du kannst ihn besiegen. Und wenn sie mir nicht gewogen sind? Wir sehen uns im Tempel. Hey, Chani, was passiert, wenn... Ja, Chani, warte auf mich. So, okay. Dann machen wir an der Stelle Feierabend. Ich stelle mich hier so richtig provokativ vor den hin, als wäre ich weit stärker als er. Und würde dann Feierabend machen für heute. So, Kollege. Kollege. So. Und damit... Feiern. So. Damit hoffe ich, das ganze Ding hat euch gefallen. Ich hoffe mal, ihr seid genauso gespannt wie ich. Weil ab hier, ich meine, die Hauptstory, die wird ja dieselbe bleiben. Da wird sich ja nicht viel ändern, denke ich mal. Aber was die Gildenwahl angeht, wie gesagt, ich habe immer als das letzte Mal, beziehungsweise das erste Mal, als ich gespielt habe, mit der Inquisition hier weitergemacht. Diesmal eben nicht. Aber diesmal machen wir mit Voodoo weiter und damit, wie gesagt, hoffe ich, hat es euch gefallen. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr gerne mit dem Abo-Button drücken und so weiter. Und damit Dankeschön fürs Zusehen und tschüss.